Hallo Natur- und Filmfreunde. Die Tage werden immer dunkler und immer kälter. Die Wälder werden immer kahler. Und das Finden von guter pflanzlicher Nahrung immer schwerer. Man muss ein Gebiet schon gut kennen, um nach Wurzeln oder Nüssen suchen zu können. Und irgendwann, im späten Winter, ist selbst das vorbei. Ist man in Not, muss man sich für vielleicht Tage oder in seltenen Fällen sogar Wochen selbst helfen. Da befindet man sich wohl kaum in dem Gebiet, das man in- und auswendig kennt. Und auch ohne die Jagd muss man selbst im Sommer reichlich pflanzliche Nahrung sammeln, um bei Verstand und Kräften zu bleiben. Wird die oberirdische pflanzliche Nahrung seltener, denkt man zunächst an die Jagd. Man muss aber immer bedenken, seine Kräfte zu sparen. Kalte Nächte zehren genug an einem. Da muss man nicht auch noch zu Fuß auf die Jagd gehen. Minimaler Kraftaufwand für maximalen Erfolg sind auch außerhalb von Notsituationen hier draußen mein Motto. Man ist schneller und hat es deutlich bequemer. Allein um Kräfte zu sparen, sollte man daher auf den Fallenbau setzen. Sie erledigen die Arbeit fast von selbst. Aber auch hier gilt, lieber viele kleine, einfache Fallen zu bauen, als seine Kräfte mit einer großen zu verschwenden. Viele kleine Fallen erhöhen natürlich auch die Chance auf Erfolg. Bevor man mit dem Fallenbau beginnt, muss man jedoch noch wissen, welche Falle, welche Tiere sich in dem Gebiet aufhalten, in dem man sich befindet, wo man die Falle aufstellt und welche Tiere welche Gewohnheiten haben. Um diese Fragen wollen wir uns heute kümmern. Bevor wir loslegen, muss ich aber noch sagen, dass Fallen nur aus Übungszwecken zu bauen sind und danach vollständig entfernt werden müssen, ohne einem Tier zu schaden. Fallen dürfen nur gebaut werden, wenn sie das Tier lebend fangen oder sofort töten, und das dürfen nur Jäger mit einer bestimmten Erlaubnis. Greift daher bitte nur in echten, extremen Notfällen auf das Wissen zu und trainiert so lang. Und genießt unsere flauschigen Freunde glücklich aus der Ferne. Danke und viel Spaß. Bevor man wahllos irgendwelche Fallen aufstellt, sollte man sich das Gebiet genau ansehen. Der richtige Platz ist sehr entscheidend für den Erfolg. Weiche Böden oder Schnee können hilfreich sein, um Spuren sichtbar zu machen. So kann man auch sehen, welche Tiere sich in dem Gebiet aufhalten. Auch Fressspuren sind ein wichtiges Anzeichen, das man braucht, um einen Ort auszusuchen. Nagetiere kann man zum Beispiel genau an diesen Orten mit kleiner Hilfe eines Köders in die Falle treiben. Findet man einen solchen Pfad, handelt es sich dabei um einen Wildwechsel. Sie entstehen durch gewohnte Wanderungen von größeren Tieren, wie zum Beispiel Reh, Hirsch, Hasen, Füchse oder Wildschwein. Auch sie sind ein geeigneter Ort. Erstellt man jedoch hier eine Falle, sollte dies an einer Engstelle gemacht werden, an der das Tier durch die Falle muss, um weiterzukommen. Kann man keine Engstelle finden, kann man diese auch künstlich mit Stämmen, Steinen, Büschen und Zweigen errichten. Es ist zu Anfang jedoch ohnehin ratsam, sich um kleinere Ziele zu kümmern, da diese weniger Aufwand benötigen und eine größere Menge Fleisch haltbar gemacht werden sollte, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Auch Bauten sind eine gute Entdeckung, die bei der Platzwahl hilfreich sind. Hierbei sollte man am Eingang zusätzlich auf Fußspuren, Kot, Haare oder Essensreste achten, die darauf schließen lassen, dass der Bau noch bewohnt ist. Hat man das Gebiet jetzt etwas genauer kennengelernt und Anzeichen für Leben gefunden, ist die nächste Frage, was man fand und von welchem Tier es ist. Um Art der Falle, Höhe und Stärke an das Tier und dessen Gewohnheiten anzupassen. Neben gewohnten Wegen, Futterplätzen oder Wohnorten sind auch Wasserstellen ein guter Ort für eine Falle. Hierbei sollte man aber darauf achten, dass auch wirklich Spuren vorhanden sind, dass die Wasserstelle regelmäßig aufgesucht wird und die Spuren sind genau zu analysieren, um zu wissen, um welche Tiere es sich hier handelt. Geht doch mal in eurer Umgebung in den Wald und sucht nach Spuren. Ich bin mir sicher, dass ihr einige finden werdet. Wildwechsel stammen von großen und mittelgroßen Tieren, bei denen man die Arbeit der Fallengröße und die Konservierung von größeren Fleischmengen bedenken muss. Große Tiere lassen sich am wahrscheinlichsten an Wasserstellen oder Wildwechsel jagen. Sie benötigen jedoch eine dementsprechend starke Falle oder eine Grube. Wie auch Menschen können Tiere in Lebensgefahr unglaubliche Kräfte entwickeln
Bauten stammen oftmals von mittelgroßen Tieren, die eine gute Menge Nahrung für einen akzeptablen Aufwand ergeben. Fressspuren stammen von Kleintieren, die zwar weniger ergeben, jedoch für den Anfang in einem guten Aufwandsverhältnis stehen. Auch von Kleintieren wie Mäusen oder Ratten lassen sich Bauten finden, vor die man zum Beispiel eine Schlinge setzen kann. Kleine Nagetiere wie zum Beispiel Eichhörnchen verlassen ungern ihre Deckung. Sie bewegen sich auf Ästen, knabbern ihre Nahrung ab und lassen sie fallen, um sie dann später aufzusammeln. Es ist also gut, die Falle mit einem kleinen Köder im Baum zu platzieren. Bei Schlingfallen sollte man jedoch ein Material wählen, das sie nicht durchknabbern können. Hat man ein Gebiet, in dem viele Vögel sind, kann man es auch mit Vogelfallen versuchen. Man sollte dabei beobachten, ob die Vögel sich an bestimmten Orten öfter aufhalten oder gerne versammeln. Große Mengen an Ausscheidungen am Boden sind ein gutes Anzeichen dafür. Was man jagt, muss man in der jeweiligen Situation abschätzen. Bedenkt aber immer, dabei eure Kräfte zu sparen, auch wenn ihr es euch zutraut. Tiere sind sehr intelligent und vorsichtig, wenn es darum geht, Gefahren zu meiden, und eine gute Falle ist immer an das Tier angepasst, um dessen natürliche Vorsicht zu überlisten. Beobachtet ihr viele Tiere und kennt deren Verhalten, habt ihr einen enorm großen Vorteil. Habt ihr etwas gefangen, solltet ihr das Tier sowohl äußerlich als auch innerlich auf Krankheitszeichen oder Parasitenbefall prüfen. Achtet darauf, dass alle Organe eine gesunde Farbe haben. Beim Ausnehmen solltet ihr darauf achten, dass kein Organ verletzt wird, da durch das Austreten von Flüssigkeiten und Säften schnell das ganze Fleisch verdorben ist. Seid daher lieber etwas vorsichtiger und lasst euch Zeit, wenn ihr keine Übung habt. Und habt dafür eine gute Mahlzeit. Denkt bitte immer daran, das Wissen nur zur Übung zu nutzen. Und passt auf euch auf. Hoffentlich kommt ihr nie in eine Situation, das ernsthaft anwenden zu müssen. Demnächst sehen wir uns noch mehr Details an und bauen die ersten Fallen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Euer Taku.